Und dann habt ihr mehr Anspruch auf Zahnersatz später, den ihr eh braucht, weil uns allen die Zähne ausfallen, aber du bist schuld, sagt die Krankenkasse. Du bist schuld. So, Papierkram. Fangen wir mal mit richtigen Boomer-Sachen an. Papierkram. Ich musste jetzt mein Visum ja verlängern. Ich habe heute alles abgeschickt. Jetzt muss auf Holz klopfen, jetzt muss es nur noch klappen, dann darf ich noch ein Jahr in Japan bleiben. Ich musste meinen ganzen Papierkram fertig machen. Ich hasse Papierkram, Alter. Jeder hasst Papierkram. Und mir wird immer wieder bewusst, dass Papierkram machen ist so eine der Sachen, die man über sein Leben nach und nach immer mehr machen muss. Danke für die gegifteten Subs, ich lese es nachher mal wieder im längeren Blog vor. Die man immer mehr machen muss, so im Laufe seines Lebens. Und dann wird man langsam immer erwachsener. Und irgendwann sitzt du da und dann guckt dich jemand Jüngeres an und denkt das, was man so über seine Eltern dachte. Keine Ahnung, wie die das alles machen. Erwachsen sein sieht sau kompliziert aus. So. Manchmal haben meine Eltern Sachen gemacht, wie ich dachte, wie hat man denn eine Haftpflichtversicherung? Wie kann ich denn meinen Hausrat versichern? Wann macht man denn seine Steuererklärung? Und wo ist mein Impfpass? So, das sind alles so Fragen, auf die Antwort Mama und Papa wussten, den Großteil meines Lebens. Und heute kann ich das halt machen. Musst du Steuererklärung machen? Ja, macht jemand. Hier habe ich eine Steuerberaterin. Ich hatte in Deutschland auch eine Steuerberaterin. Also, kannst Papierkram nicht outsourcen. Ja, aber es gibt ja Sachen, die muss ich. Also, ich muss zum Beispiel für mein Visum hier muss ich, wie hieß denn das dieses Mal? Forecast of Revenue and Expected Cost of Living in Japan for 2021 and 22. Activities in Japan 2020 and Forecast for the Year of 2021. Also ich musste quasi so eine Aussicht schreiben, wie viel Geld habe ich verdient und ausgegeben. Und dann musste ich so einen Forecast machen, wie viel denke ich, dass ich verdiene im nächsten Jahr. So, und wie viel werde ich davon ausgeben. Das muss ich für mein Visum machen, weil Papa Japan das so möchte. Papa Japan möchte gerne einmal wissen, dass ich das vernünftig durchgeplant habe. Sonst möchte Papa Japan nicht, dass ich zum Spielen komme heute. Und wie macht man das? Wie ein Visum beantragen? Du gehst auf eine Website, da steht dann, was du für ein Visum brauchst und machst du das alles fertig und dann schickst du das dahin. Wie stehen die Chancen? Sehr gut. Verlängerungen werden in der Regel nicht abgelehnt von Visa in Japan. Also es ist von dem Visum zumindest, aber es ist auch ein seltenes Visum. Geht das online? Geht das online? Also bitte, das ist immer noch Japan. Das wird schön ausgedruckt, da kommt ein Passfoto so mit rein. Ey, wisst ihr, was das Allergeilste an diesem Visumsprozess ist? Also es gibt in Japan ein Gesetz, dass alle nicht-japanischen Staatsbürger du hast so eine kleine Karte, die dich quasi ausweist als Ausländer, eine Resident Card, die musst du immer bei dir haben. Wenn ich auf der Straße angehalten werde und ich habe nicht diese Residence Card, ist es der Polizei erlaubt, mich bis zu 48 Stunden ins Gefängnis zu stecken, um zu klären, wer ich bin und wo ich herkomme. So, selbst wenn ich sage, wir können zu mir nach Hause fahren und ich zeige ihnen die sofort, ist das völlig legal, dass die Polizei sagt, machen wir nicht, wir fahren jetzt direkt zur Wache und sie bleiben 2 Tage in Gewahrsam. Und auch legal in Japan ist, dass ich meine Wohnung verliere, wenn ich einmal ins Gefängnis komme. Und das zählt als Gefängnisaufenthalt. Theoretisch könnte mich im Anschluss darauf mein Vermieter rauswerfen. So. Jedenfalls ist das Allergeilste für sein Visum, ne? Muss man diese Karte in einen Briefumschlag stecken und dahin schicken. Und die behalten die für ein paar Wochen. So. Und anstatt, dass sie dir standardmäßig so einen Wisch schicken, ne, auf dem steht, die Karte ist hier gerade bei uns, so, musst du diesen Wisch beantragen. Den kannst du aber erst beantragen, wenn du schon deine Karte dahin geschickt hast. Ich muss also jetzt per Post, schicke ich gerade beide meine wichtigen, mein Reisepass ist da auch drin. Mein deutscher Reisepass ist in diesem Umschlag. So. Und ich habe es natürlich irgendwie hardcore versichert mit Supertracking und so. Und das geht jetzt beides dahin. Ich habe kein Ausweisdokument, das mich in Japan legal ausweisen kann, weil ich nur meinen deutschen Ausweis habe, der hier gar nichts bedeutet. Nur der Pass bedeutet hier was. Das ist so genial. Dann, wenn das da angekommen ist, kann ich einen Antrag stellen auf ein Ersatzdokument und das wird mir per Post zugeschickt. Sau brillant. Das ist einfach sau brillant. Ich liebe Bürokratie. Ja, Bürokratie, nur geil. Und das sind so Sachen, sowas kennt man auch nur als Erwachsener. Als Kind, weißt du, Mama und Papa, die halten sowas ja von einem fern oder bei wem auch immer man aufwächst. In der Regel kriegst du das ja alles nicht mit. So, dass man irgendwie, wenn man Oma Erna besuchen will, den Kinderpass einpacken muss oder so eine Kacke. Das Bonusheft, ey, das sind alles so Sachen. Wer mal das Bonusheft erfunden hat, ne? Leck mich am Arsch, Alter. Ich hoffe,
dass heute Morgen dein Tee richtig lauwarm war. Wie oft musst du die Karte schon vorzeigen? Am Anfang relativ häufig. Was ist ein Bonusheft? Das Bonusheft beim Zahnarzt. Dieses geile Bonusheft, wo ihr hingehen müsst. Also, zunächst mal, kleiner Exkurs in die Welt der Zähne. Ihr habt jetzt Zähne, irgendwann nicht mehr. Ende des Exkurses. Egal was ihr tut, die sind irgendwann weg, die Zähne. Aber deutsche Versicherungen haben beschlossen, dass das eure Schuld ist. Du bist schuld. Du bist schuld, dass du eine Brille tragen musst und dass deine Zähne vergammeln. Du bist schuld. So. Und deswegen musst du ein Bonusheft pflegen, um zu beweisen, dass du versucht hast, die zu behalten. Du kleines, faules Schwein, das sich nie die Zähne putzt. Du bist schuld, nämlich. Und dafür gibt es ein Bonusheft. Und dieses Bonusheft gebt ihr eurem Zahnarzt und der hackt euch da so einen Stempel rein, dass ihr beim Zahnarzt wart. Und dann habt ihr mehr Anspruch auf Zahnersatz später, den ihr eh braucht, weil uns allen die Zähne ausfallen, aber du bist schuld, sagt die Krankenkasse. Du bist schuld. Und das ist ein Bonusheft. Sehr erwachsene Erfindung. Das haben auch nicht alle Krankenkassen, glaube ich. Es haben nur manche Krankenkassen. Ich glaube, das veraltet. Nee, das gibt's immer noch. Als ich noch in Deutschland war, hatte ich nämlich ja was mit den Zähnen. Dann wollte ich da hin und meinen, die haben sie denn ihr Bonusheft? Mein was, Alter? Mein Bonusheft? So, und dann wurde das wieder ins Leben. Also es gibt immer noch ein Bonusheft. Ich habe das auch. Das gibt's, auf jeden Fall. Okay, gut. Weil ich vor 2 Jahren oder 1,5 gab's noch ein Bonusheft. Da wurde mir ein neues erstellt. Dann meinte ich, ich habe doch überhaupt keine Zeit. Also so oft kann ich doch gar nicht zum Zahnarzt gehen, dass das Bonusheft wieder voll wird. Ja, da hätten sich Gedanken darüber machen müssen, als sie geboren sind. Da können wir jetzt auch nichts für. Also das Beste ist, wenn ihr geboren werdet, also sag mal, ihr kriegt jetzt Kinder, ne? Kleiner Guide von mir, direkt einen Antrag auf ein Bonusheft stellen für das ungeborene Kind. Da kriegst du schon mal einen ersten Stempel vielleicht gratis und einen Kita-Platz beantragen. Dann sind die Dinger schon mal sauber. Und einen Impftermin machen, ist auch nicht schlecht vielleicht. Das mag ich auch immer gerne, Sachen, die nur alle 2 Jahre starten oder so. So, wo man sich nur alle 6 Monate oder alle 12 Monate was beantragen kann. Obwohl das überhaupt keinen Sinn macht, dass das so selten ist. Was ist denn so ein Dokument? Reisepass. Das ist für mich so ein Dokument. Reisepass, ne? Jeder Mensch, der schon mal seinen Reisepass brauchte und nicht die Art Mensch ist, die sagt, also ich persönlich, ich mache meine Steuererklärung und meine Hausaufgaben immer direkt zu Anfang, wenn wir die kriegen. Dann habe ich den Rest des Tages für mich. So. Nee, so funktionieren 95% der Menschheit nicht. Wir arbeiten wie normale Leute. Wenn eine Reise kommt, kümmern wir uns erstmal um gar nichts. 2 Tage vorher packen wir unseren Koffer und dann merken wir, dass unser Reisepass weg ist. So. Und das muss doch jeder, der auf einem Amt arbeitet, verstehen. Und da sollten doch einfach so Reisepass-Rohlinge rumliegen. Von mir aus können da auch schon mal so, können auch alte, gebrauchte nehmen, wo da schon mal ein paar USA-Stempel drin sind oder so. Ist ja egal. So. Und dann kleben die da einfach mal in dein Bild rein mit so einem, es gibt doch irgendwie, kannst doch einen Laserdrucker haben, der das Bild da mal eben drauf poliert. So. Dann wird da eben dieser kleine Flex-Sticker drauf gelötet und eine Folie drüber und fertig, ich kann in Urlaub fliegen. Es gibt vorläufige Reisepässe. Ja, und was kostet der Scheiß? 130 Euro oder so kostet ein vorläufiger Reisepass. Ne, 90 Euro kostet er, glaube ich. Ne, im Eilverfahren kostet ein Reisepass 90 Euro. Nie im Leben kostet irgendwas, was ich beim Amt kriegen kann, 27 Euro. Aber wobei, ich gebe dir recht, die Summe ist krumm genug. Das könnte hinkommen. Aber ich kann doch nicht für 27 Euro zu irgendeinem Amt gehen und sofort was bekommen. Du musst doch dann 5 Tage warten oder so. Ich erinnere mich, ich musste das einmal machen. Da hatte ich meinen Reisepass verloren. Und das ist mir dann erst aufgefallen am Tag vor der Reise und das war für die Arbeit, da brauchte ich das dringend, da habe ich 90 Euro am Ende bezahlt. Ich weiß nicht mehr genau für was, aber ich brauchte 90 Euro und dann hatte ich einen Reisepass sofort. Das hat dann 20 Stunden gedauert oder so. 26 Euro laut Google. Okay, dann nehme ich das zurück, ist ein Schnapper, 26 Euro für ein Dokument, das ich umsonst kriegen sollte. Aber, nee, hatte ich Unrecht, habe ich zu teuer gedacht. Sofort gleich 20 Stunden. Ja, für den Abend sind sofort auch 20 Stunden ungefähr. Was mich ein bisschen daran wundert, ist, dass der Reisepass selbst doch schon teurer ist als die 27 Euro. Aber was kriege ich denn dafür? So ein Wisch, der sagt, ich besitze einen Reisepass oder ich habe meinen Reisepass verloren? Oder was sagt der dann? Was sagt dieser kleine Zettel? Bei uns sind 60 Euro für den Pass und 32 für den Expressanteil. Das könnte es natürlich sein. Weil ich weiß noch, ich wollte damals mit einem Journalistenvisum nach Korea. Und in Korea war das Regelung, dass mein Reisepass mindestens noch 1,5 Jahre bis nach meinem Aufenthalt gültig sein muss.
Und darum ging, glaube ich, kein Vorläufiger. Und das wird natürlich dann ungefähr auf die Summe rauskommen, dass ich 60 und 32 zahlen musste oder so. Zum Glück muss ich das Ding nicht in der EU mitnehmen. Ja, wäre schon nicht schlecht. Also dein deutscher Ausweis wird ja auch in manchen EU-Ländern nicht als Ausweisdokument anerkannt, soweit ich weiß, oder? Moment mal, jetzt will ich das wissen. Was macht denn dieses Dokument? Aber wir reden jetzt nicht von diesem vorläufigen, dieser kleine Zettel, der einfach nur sagt, ich habe einen Reisepass beantragt und der kommt bald, oder? Weil das wäre ja richtig frech, wenn ich dafür 26 Euro bezahlen muss. Können wir doch einen Brief schicken. Doch. Dann ist es doch überhaupt kein Schnapper. Dann muss ich danach doch noch den Ausweis bezahlen, oder nicht? Dann kostet es doch mehr. Hä? Naja, ist ja auch egal. Das sind Erwachsenenprobleme. Das sind so Dinge, die weiß man dann, wenn man irgendwann erwachsen ist und irgendwer diese Fehler mal gemacht hat und man sich darum kümmern musste. Und ich finde Papierkram so richtig ätzend. Also ich meine, das passt nicht so richtig gut zum Selbstständigsein. Ich muss halt viel Papierkram machen und ständig hier was beantragen und da was beantragen und hier irgendwas ummelden und da was eintragen und dann muss ich da noch irgendwen anzeigen. So, irgendwas ist immer. Und das nervt so sehr. Und das wissen ja alle. Und darum gibt es so viele Berufe, die sich damit rumschlagen, dass euch Sachen nerven. Also Steuerfachangestellte sind ja im Grunde Entnerver. So, die existieren ja, damit unser Leben ein bisschen angenehmer ist. Und woanders erfindet jemand Regeln, damit es schlimmer wird. Anzeige ist raus. Ich habe schon ewig niemanden mehr angezeigt. Also ich habe einen Anwalt und ab und zu, das ist als Selbstständiger leider normal. Es gibt immer mal wieder Fälle, wo man mal sagen muss, ey, es tut mir jetzt voll leid, aber jetzt müsst ihr mal einen Anwalt schreiben. So, damit kann ich mich jetzt nicht mehr rumärgern. Ich bin Steuerfachangestellter und die Menschen sind scheiße faul. Ja, ich habe das ja schon mal gesagt, ne? Ich erkläre das nochmal in so kurz, wie es geht. Das Dirk-Nowitzki-Theorem, schon 5-mal in diesem Stream erklärt, aber es trifft immer wieder. Das Dirk-Nowitzki-Theorem hat irgendwann mal einer meiner Professoren in Wirtschaft erwähnt. So, und der hat gesagt, Beispiel Dirk Nowitzki. Der hat eine wunderschöne Villa, wahrscheinlich irgendwo in L.A. oder was weiß ich, Riesengarten. So. Und Dirk Nowitzki, der Mensch ist gemacht zum Rasenmähen. Lange Beine, topfit, lange Arme. Der schubst dir den Rasenmäher so schnell über deinen Vorgarten, da kannst gar nicht gegen gucken. 30 Minuten ist er mit seinem kompletten Rasen fertig. So. Wenn ein Gärtner bezahlt, der Gärtner ist natürlich nicht geboren zum Rasenmähen. Der kann das wahrscheinlich auch saugut, aber der braucht vielleicht 2 Stunden oder so, um den ganzen Rasen. Der muss ja auch mehrere Rasen mähen und so, macht mal eine Pause. Aber Dirk Nowitzki, der macht ja ran. So, und trotzdem macht das keinen Sinn, dass Dirk Nowitzki seinen Rasen selber mäht. Selbst wenn Dirk Nowitzki sich nur aufs Sofa setzt und chillt, ist das besser, als wenn er seinen Rasen selber mäht. Und das ist die Idee von Kapitalismus, Spezialisierung. Denn Dirk Nowitzkis 30 Minuten sind in dem Fall nicht nur mehr wert, das kann man erstmal außen vor lassen, aber Dirk Nowitzki ist einfach in einem anderen Bereich spezialisiert. Wenn er Basketball spielt oder sich auf das Spielen von Basketball vorbereitet, investiert er das besser. Wenn ich also einen Stream mache oder mich auf einen Stream vorbereite oder drüben faul auf meiner Couch chille und mir meine schöne Küche angucke, dann macht das mehr Sinn, als wenn ich selber meine Steuerabrechnung mache, in den meisten Fällen, weil irgendjemand das gelernt hat und darin besser ist. Und die Zeit, in der du chillst, die machst du wahrscheinlich, lässt du auch Dinge outsourcen. Du bist ja Steuerangestellter, deswegen gehe ich mal davon aus, was fährst du? Meistens fahren die ein BMW, ein Audi oder ein Porsche, so. Polierst vielleicht deine Karre ein bisschen. Könnte zwar jemand besser machen, aber ist halt Entspannung, so. Gar keine Vorurteile. Es gibt halt Berufe. Also ich hatte in meinem Leben 3 Steuerberater. Keiner von denen fuhr nicht eine richtig solide Karre, so. Es gibt so 2 Berufe, Steuerberater und für mich, ich habe halt wenig mit Vermögensberatern zu tun, aber Immobilienmakler. Immobilienmakler fahren halt auch immer geile Autos, weil die halt irgendwo vorfahren und dann kommen die halt so an und sind halt so stabile Typen, die halt in so einer geilen Karre vorfahren, sich ihren Schlips einmal gerade ziehen, grundsätzlich blau, das wirkt beruhigend und du gibst lieber Geld aus, so, und dir halt eben die Bude zeigen. Notare, echt? Meine Notarin war hammercool. Da kam ich immer rein, die meint, wollt ihr Stullen? Ich will alles, was ich hier umsonst kriegen kann, das ist sauteuer. Und dann meinen sie, ja, dann hole ich die guten Stullen.
Und dann saß man da und die liest einem halt alles vor und ich habe die ganze Zeit Matchstullen weggenascht, als ob es keinen Morgen gibt. Meine Notarin, die war cool. Ja, doch irgendwann habe ich auch mal gesagt, irgendwie am Telefon zu ihr, ja, kannst du das noch ändern? Sie, das mache ich doch nicht selber, spinnst du? Und das ist geile Einstellung. Das mache ich doch nicht selber, spinnst du? Die Stullen sind im Preis inbegriffen. Ey, beim Makler habe ich immer das Teuerste. Das habe ich auch schon mal erzählt. Haus kaufen, ne, ist das Absurdeste, was es gibt. Du sitzt im Raum. Rechts von dir sitzt die Notarin. Die bezahlst du. Viel Geld. Vor dir sitzt der jetzige Besitzer. Dem bezahlst du am meisten Geld im Raum. Und links von dir sitzt der Makler. Du hast ihn schon anderthalb Mal getroffen. Dem bezahlst du auch eine richtige Stange Geld. Und alle drei versuchen so mit dir zu reden, als ob das eine Verhandlung noch wäre. Und die wären deine Freunde und die wollen eigentlich was Gutes von dir. Aber alle drei verdienen mehr. Außer der Notarin, der kann das egal sein. Alle drei, also die anderen beiden verdienen besser, je schlechter dein Deal ist. So. Und trotzdem bezahlst du beide. Und der Makler, der ist auf deiner Seite eigentlich, so tut der zumindest, obwohl der ja mehr kriegt, wenn du mehr bezahlst. Und da gab es auch irgendwann so einen Punkt, wo ich ja doch so meinte, ich war auch so ein richtiger Assi. Sitzt da und nascht so meine Matchstulle und die reden so auf mich ein und irgendwann sage ich halt so, also ganz ehrlich, wir sind doch schon, warum verhandeln wir denn jetzt noch? Ich bezahle jeden in diesem Raum, können wir das nicht einfach unterschreiben? Und dann hat der ehemalige Besitzer auch so gelacht und meinte, ja okay, lass einfach fertig machen. Ich bin vielleicht auch nicht so gut in diesem ganzen Game. Die Matchstulle. Ey, ohne Scheiß, wenn ihr da sitzt. Und als ich ein Haus gekauft habe, ne, das war auch so ein richtiger Papierkram-Erwachsenen-Moment. Das ist ja auch Leute immer, ich dachte, der hatte mal ein Haus. Habe ich irgendwie neu auf YouTube gesehen. Der hatte doch mal ein Haus. Dem muss doch richtig gut gehen finanziell. Das kaufst du über einen Kredit, Alter. Ich habe mir Geld von meinen Eltern geliehen. Damit, dann darfst du so reinpilgern bei deiner Bank, der du seit Jahren dein Geld leihst, die eigentlich dich fragen sollten, ob du sie dir vielleicht mal was leihen dürften. So rum sollte der Deal nämlich sein. Ich leihe denen, seit ich 12 bin, meine Kohle so. Jedes Kuscheltier, das ich mir gekauft habe, das Geld haben die vorher einmal was. Ich weiß nicht, was machen die auf der Bank mit Geld? Wahrscheinlich so. Und dann räumen die das wieder in den Schrank. Und dann jedes Mal, wenn du was haben willst, ist halt so. Wir haben da echt wenig von da gerade. Grad ist echt schlecht mit Geld. So, hä, aber das ist doch mein. Nee. Grad ist schlecht, wirklich. So. Und dann musst du kommen und denen so. Ich habe aber auch Geld. Oh, hallo, junger Mann, kommen Sie ruhig rein und machen schon mal die Hose auf. Und dann leihst du dir von denen halt auch noch Geld. Und die sind auch nur deine Freunde, solange wie du in dem Raum sitzt. Also, da stehen keine Matchstullen auf dem Tisch. So. Die sind halt nicht so richtig deine Freunde. Ey, ohne Scheiß, das waren so viele augenöffnende Momente. Wenn jemand wie ich, ne, und da war ich noch nicht mal so stark tätowiert, in eine Bank reinmarschiert und auch nur nach einem Kredit fragt, hat keiner Zeit. Und dann in einem Nebensatz wurde ich gefragt, wie viel Eigenkapital bringen Sie denn mit? Habe ich gesagt, wie viel Eigenkapital ich habe. Ach so, dann war so, ich glaube, der Herr Müller, dem, ich gebe Ihnen mal die E-Mail-Adresse. Dann meinte ich so, ey, eben wollten Sie mit mir keine Geschäfte machen und jetzt, ne, ja. Gibt auch nette Banken. Irgendwo bestimmt. Nee. Also, die Bank, mit der ich das am Ende gemacht habe, da war ich super zufrieden, das war alles cool. Aber es war am Ende alles geliehenes Geld, so, und du zahlst dann da darauf Zinsen. Und das war auch so, ey, das dauert alles. Du hast dann auf alles Versicherungen und so. Oh, das ist anstrengend. Kann ich das auch, aber wenn ich keine Matchstullen mag? Da war bestimmt, also, ist ja Norddeutschland. Da gibt es zwar Käse, aber damit du nicht sofort an Gicht stirbst, packt da jemand noch Remoulade drunter. Du hast ja Mangelernährung. Wenn du irgendwas isst, auf dem nicht Fleisch oder Sonnenblumenöl ist, dann wird der schlecht. Was soll denn dieses Streamer sein? Nee, da brauch ich ja noch einen richtigen Beruf. Ich krieg doch als Selbstständiger keinen Kredit. Das kannst du halt komplett vergessen. Also als ich mich das erste Mal da beworben hatte, hieß es gleich, nee, warten Sie mal, bis der Arbeitsvertrag unterschrieben ist und so. Aber das ist ja hier auch das Ding. Ich könnte hier nie einen Kredit kriegen, um ein Haus zu kaufen. Also egal, ob ich Eigenkapital habe oder nicht, niemand würde mir in Japan einen Kredit geben. Weil du Ausländer bist, auch, ja. Und auch, weil Selbstständigkeit in Japan immer noch so ein Ding ist. Ich könnte für mein, also für das Geschäft einen Kredit kriegen, ist gar nicht so schwer, aber so, um jetzt ein Haus zu kaufen oder so, ja. Wenn du zum Bund gehst, bekommst du immer einen Kredit. Wenn ich zum Bund gehe, kriege ich auch eine ganz andere Menge Sachen, die ich nicht will. Merkt man einen Unterschied zwischen deutscher und japanischer Bürokratie? Weiß ich nicht, wie gut ich das bewerten kann. Ich finde, beide sind manchmal absurd und manchmal effektiv. Auch wenn das absurd klingt, ich hatte den Eindruck, in der deutschen Bürokratie kann man manchmal Dinger noch ein bisschen unbürokratischer regeln. In Japan muss das schon strikt und absolut nach Regel. Und wenn diese Regel absolut keinen Sinn macht, ist das völlig egal. Also um das Beispiel nochmal zu nehmen mit der
mit dem Bankkonto. Um ein Bankkonto zu haben, brauchst du eine Telefonnummer. Um eine Telefonnummer zu haben, brauchst du eine Adresse. Um eine Adresse zu haben, brauchst du ein Bankkonto. So. Dieser Teufelskreis, der ist nicht zu durchbrechen, außer du lügst an irgendeinem Punkt. Du musst irgendwann lügen. So, ich bin dann halt irgendwann zur Bank gegangen und habe halt gesagt, hier ist meine Handynummer, habe die darauf geschrieben, habe mir ausgedacht und bin dann eine Woche später, als ich eine Handynummer hatte, wieder hin und habe halt gesagt, ich habe mich versehen, das ist meine echte Nummer. So. Für 1.000 Yen-Haus brauchst du aber keinen Kredit. Nee, aber ich habe auch gelernt, dass die meisten 1.000 Yen-Häuser, da musst du dich drauf bewerben. Und das ist auch so, in Japan ist leider immer noch so, dass die Vorstellung auch so naiv ist, wie das in manchen deutschen Gemeinden noch ist. Wir brauchen junge Familien, die bringen wieder Leben in die Bude. So, und das ist, halte ich für einen der größten Irrtümer von Landgemeinden. Ich habe neulich ein Beispiel gehört, da hat in Norddeutschland eine Gemeinde Baugrundstücke verschenkt. Das fand ich halbwegs smart. Weil ich das Gefühl hatte, hey, da hat jemand verstanden, dass dir dein paar tausend Euro Baugrundstück in 5 Jahren nicht mal mehr die paar tausend Euro bringt, wenn du nicht zackig hier mal ein paar Leute herholst. Hanko-Kultur erlebt? Na, du brauchst halt ein Hanko. Musst du halt haben. Also kannst keinen Vertrag unterzeichnen ohne Hanko. Es gibt keine Prepaid-SIM-Karten in Japan. Weiß ich gar nicht, aber da brauchst du ja auch, glaube ich, ein Dings für. Kann sein, dass das gibt, kann sein, dass es nicht sieht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ist ein Hanko? Ein Hanko ist ein Amtsstempel. Du hast so einen kleinen Stempel, der im Falle von japanischen Namen sind das deine Kanji, also die Kanji deines Namens. Und mittlerweile ist es auch legal, meiner ist einfach Hauke. Also das ist mein alter Hanko. Das ist so, sieht der günstigste aus, den man so kriegen kann. Da ist so ein kleiner Stempel drin und so ein kleines Stempelkissen. Das ist der Stempel. Ich habe mittlerweile 9. Ich habe jetzt so einen beidseitigen, weil ich einen für meine Firma und einen für mich habe. Und ich habe jetzt einen schönen Hanko. Und mittlerweile darf man daran so ziemlich machen, was man will. Und meiner ist einfach nur H-U-K in Katakana. Das ist mein Hanko. Und das ist sowas wie eine Unterschrift. Wie teuer ist das? Weiß ich nicht. Was hat der mit Stefan gemacht? 20 Euro oder so. Wenn man den schnell machen will, wenn du es langsam machst, ist es noch günstiger. Also das ist so wirklich die günstigste Variante, die geht. Das ist halt so ein Plastik-Ding-Etui mit so einem Stempelkissen dann da drin. Und das ist wirklich so das günstigste, was geht. Und mein neuer ist ein schöner, den habe ich in Auftrag gegeben. Der hat so um irgendwie 80 Euro gekostet. Der ist so aus Holz, handgeschnitzt und hat wie gesagt auf beiden Seiten einen Stempel. Der eine ist dann mein privater Stempel und der andere ist mein Firmenstempel. Unterscheiden die sich im Design? Die Standarddinger wählst du aus Standardfonts aus und so. Japanische Namen haben natürlich unterschiedliche Kanji. Das heißt, das ist halt so, was das individueller macht. Später lässt du dir Hand machen. Das heißt, jemand entwirft das dann mit dir, du kriegst einen eigenen Font oder eigene kleine Merkmale und so. Schon mal passiert, dass du mit der falschen Seite gestempelt hast. Ich habe meinen neuen noch nicht einmal benutzt, ehrlich gesagt. Weil ich den einfach noch nicht wieder gebraucht habe. Ich musste lange keinen Papierkram machen, so bei dem ich einen Hanko brauchte. Das ist halt wirklich nur so für Verträge. Und ich unterzeichne hier eigentlich kaum Verträge. Ich habe meinen Mietvertrag unterzeichnet und so. Aber sonst hast du das halt echt selten. Hanko-Siegel behindern digitalen Fortschritt. Nicht so wie eine Unterschrift, ne? Unterschriften. Das ist halt genau die gleiche vorsinnflutliche, komische Idee. Ist das ein eigenständiger Beruf, Hankomacher? Ja, es gibt das noch. Zumindest der, bei dem ich war, ist ein Hankomacher. Das ist ein Beruf, so. Hankoyasan. Was ist, wenn du ihn verlierst und jemand anders den verwendet? Ist halt wie Unterschriften fälschen, ne? Ist halt illegal. So. Ich würde jetzt einfach mal frech sagen, ich halte die beiden Dinger für ungefähr gleich sicher. Der einzige Vorteil, den ich einem Hanko zuspreche, ist, jetzt kommen die richtigen Boomer-Lifehacks. Ich zeige euch mal was. Das haben immer noch viele Leute, kennen diesen geilen Trick noch nicht. Kennt ihr das? Bei ganz groß offiziellen Dokumenten müsst ihr jede Seite unterschreiben. Damit auf jeder Seite zu sehen ist, dass ihr die gesehen habt und dass da nicht Seiten dazu gemacht wurden. Dann könnt ihr Folgendes machen. Gehen wir mal davon aus, ihr habt hier so ein Dokument, ne? Die sind so übereinander, die Seiten. Dann macht ihr die alle so ein bisschen versetzt. Quasi so, dass hier die an der Kante alle versetzt sind. Und dann unterschreibt ihr da quer drüber. Oder setzt euren Hanko so, dass der alle Felder trifft. Ich mache mal ein Beispiel. So, jetzt ist der Hanko so über die Kanten. Und wenn man das verschiebt, rutschen die alle ineinander. Aber man kann das nur rekreieren, wenn man die Seiten wirklich perfekt so legt. Und dann weiß man, dass die Seiten dabei waren. Das kann man auch mit einer Unterschrift machen. Guter Trick, damit man nicht alle Seiten unterschreiben muss. Bei beglaubigten Kopien, genau, da wird das auch gerne gemacht. Dass die es einmal so verschieben und ihren Stempel dann auf alle Seiten knallen. Ist das rechtens? Bei Stempeln ja, bei Unterschriften nur und bei einer Bestätigungsunterschrift. Keine Ahnung, ich sag's dir, bei jeder wichtigen Unterschrift sitzt doch sowieso jemand im Raum und guckt dir auf die Finger. Darf man das?
So eine deutsche Frage. Darf man, Moment mal, darf man das? Darf man einfach auf Papier unterschreiben? Man hört im Hintergrund schon die Allmann-Polizei. Lalü, lala, lalü, lala. Naja, jedenfalls Papierkram. Je älter ich werde, desto mehr davon muss ich machen und desto weniger Bock habe ich, den zu machen. Ich habe halt wirklich überhaupt keinen Nerv. Und man hat ja auch so viel Kram und ich will, dass das einfach alles funktioniert. Ich möchte einfach nur arbeiten und dann bezahle ich die und dann lassen die mich in Ruhe alle. So, das finde ich richtig gut. Also ich verstehe immer noch nicht 100%. Warum ist denn das zum Beispiel nicht einfach so, dass ich jetzt als Selbstständiger, ne, gibt es eine offizielle staatliche Plattform und über die werden Rechnungen gestellt. So. Und alle Rechnungen, die gestellt werden, kriegen eine sauber kategorisierte Nummer. Das wird über ein digitales System alles eingelesen. Und dann weiß der Staat einfach, wie viel Steuern ich zahlen muss. So, und dann kann ich ja argumentieren, ich hatte ja noch Ausgaben. Das kann ich ja alles noch machen, so. Aber nee, ich muss das alles archivieren und sammeln. Voll nervig. Naja, ist ja auch egal. Wollte eigentlich mich nur mal darüber auslassen. Also erstens, die positive Neuigkeit. Mein Visa-Antrag ist raus in 2 bis 12 Wochen wissen wir mehr, ob ich noch ein Jahr in Japan bleiben darf. So, ich hoffe einfach mal ja. Und ich habe ja auch schon gesagt, das ist das letzte Mal, wenn ich danach noch bleibe. Und das hat mich auch an meinen Plan erinnert. Ich hatte ja gesagt, in einem Jahr entscheide ich, ob ich noch ein Jahr bleibe. Das war im März. Und dann habe ich gesagt, dass ich in 1,5 Jahren entscheide, ob ich in Japan bleiben will. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Das sind ja nur noch 3 Monate oder so. Ich weiß es auch noch nicht genau. Ich hatte auf jeden Fall gesagt, wenn ich mich entscheide, noch ein Jahr zu bleiben, würde ich das an die Bedingung knüpfen. Ich möchte nicht nochmal mein Visum verlängern, einfach aus Prinzip. Ich möchte dann ein Business-Visa, das 3 bis 5 Jahre hält. Ich zahle hier Steuern, ich finde, ich habe mir ein Visum verdient. So sieht es nämlich aus.